Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind wieder mal auf der Deichhof unterwegs im Dezember. Es ist früh morgens und ich finde es ein tolles Licht hier auf der Map. So, ihr seht es, ich habe hier den Stapelgabler schon bereitstehen. Der Motor läuft warm, denn die ersten Brotpaletten sollen jetzt vorbereitet werden zum Verkauf. Ja, wir müssen unbedingt ein bisschen Geld machen, denn ihr wisst es ja, wir sind mittlerweile ganz schön in den miesen 310.000, denn ich musste ja noch die Spritze kaufen, um die Felder gegen Unkraut zu bearbeiten. Und das habe ich soweit abgeschlossen, ist jetzt also hier soweit im grünen Bereich und dann ja auch noch zusätzlich der Güllewagen, der Gülletank. So, legen wir mal los. Und ich nehme ja die Folgen, so wie viele, viele Kollegen natürlich auch, immer so ein bisschen am Stück auf, immer ein paar Stück hintereinander. Deswegen ist es natürlich manchmal auch so, dass mehr oder weniger die Folgen also oder die Themen ein bisschen hintereinander kommen. Dann spiele ich wieder für mich alleine etwas vor, damit wir dann auch ein bisschen vorwärts kommen. Und deswegen dann auch mal zwischendurch, ja, ein größerer Sprung. Aber ich möchte mich an der Stelle erstmal recht herzlich bei euch bedanken, wieder mal für die Kommentare, die ihr mir reingeschrieben habt und die ich natürlich dann immer erst lesen kann, wenn oder mich darauf oder darauf reagieren kann, wenn dann wieder eine Folge ansteht. Und das möchte ich jetzt gerne tun. Und zwar zum einen zum Beispiel beim Tino, der es ganz, ganz toll findet, wie ich das hier mit dem Eimer hingekriegt habe. Und wer jetzt nicht weiß, worum es da geht, Grüße gehen übrigens raus an dich. Tino, danke, danke für deinen Kommentar. Dann zeige ich euch das nochmal. Und zwar ging es ja hier um das Silo, das Fahrsilo, das ich mittlerweile entfernt habe, habe das Fermenter-Silo ja hingepackt. Und der Tino hat eben gesagt, dann gibt es noch ein Deko-Stück, nämlich einen Eimer, der würde dann in der Luft hängen. Und den habe ich jetzt hier kaschiert, in Anführungszeichen, mit diesem Baum. Hier guckt er noch ein kleines bisschen raus, aber ich glaube, das ist ganz, ganz okay so. Und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so hingekriegt habe, hier auf der PlayStation. Aber natürlich auch nur, weil eben der Tino mich darauf hingewiesen hat. Ich hätte vermutlich den Eimer überhaupt gar nicht gesehen, außer ich wäre mal dagegen gelaufen. Ansonsten auch Grüße gehen raus an den Stefan, der auch immer unermüdlich in die Kommentare schreibt, ich danke dir dafür, und der mich auch darauf hingewiesen hat, beziehungsweise der auch dieses Problem mit dem Fahrsilo letztendlich festgestellt hat, hat es auch entfernt oder, und ich denke, auch abgerissen und neu gesetzt, genau. Und aber was auch viel, viel wichtiger oder spannender ist, ich denke, der Kalle wird sich darum kümmern, denn es ist wohl auch schon entsprechend in den Foren bei Modding Welt gemeldet, dass es da ein Problem gibt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat der Kalle auch schon mal reingeschrieben. Das war bei der, lass mich überlegen, bei der Kallebach, dass es halt eben generell wohl Probleme gibt mit den Fahrsilos als solches. Naja, soll mich nicht weiter stören, denn wie gesagt, ich arbeite ja ganz gerne. Oh ja, das müssen wir hier ein bisschen vorsichtiger machen. Nicht so wie auf der Aldeiche, so, denn das ist ja ein Hänger, ein Einachser und nicht ein Drehschemel. Da muss ich ein bisschen aufpassen wegen dem Gleichgewicht. So, zwei Paletten haben wir noch. Also wie gesagt, an der Stelle vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Das hilft mir auch natürlich immer weiter. Und vor allen Dingen auch allen, die hier die Videos sich angucken, denen hilft es dann in der Regel auch. Wie immer an der Stelle nochmal der Hinweis, ich spiele hier auf der Konsole. Und wir hatten ja auch das Thema, und auch da hat mich ja der Stefan darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, eben beim Schafstall eine Mistplatte zu setzen. Aber das scheint eben nur auf dem PC zu funktionieren. Vermutlich, weil sich dann im Nachhinein nochmal irgendwo ein Skript einschreibt. Und das geht eben an Konsole nicht. Wir haben zwar die Mistplatte gesetzt und das sieht jetzt auch schick aus, aber ist natürlich jetzt bei uns hier ohne Funktion. Deswegen lasse ich aber die Platte trotzdem und soll ja nicht weiter stören. Hat ja auch fast nichts gekostet. Apropos gekostet. Ich habe mir jetzt nochmal unsere Erträge angesehen und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Das zeige ich euch gleich, wenn ich hier die letzte Palette auf dem Wagen habe. So, sehr schön, dass das mit den Paletten hier genauso gut funktioniert wie mit den Erdbeermilchpaletten für das Sportheim auf der Alteiche. So, Folgendes ist mir nämlich aufgefallen, wenn ich hier mal reingeguckt habe
in den Verkauf, dass wir jetzt hier bei Einnahme BGA über 4782 auf 10.1 gekommen sind und die BGA läuft ja seit Oktober durch. Soll also heißen, ja, wohl auch bei der BGA variieren die Verkaufspreise und deswegen habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut und tatsächlich hier bei Silage gibt es ja einen Verkaufspunkt, Biogasanlage, das ist natürlich unsere, bei 325, das heißt, hier steigt der Preis, aber wir können natürlich auch die Silage wegbringen zur Heuscheune und da fällt der Preis und wir sehen, bester Preis 349 im Dezember und da werden wir noch ein bisschen zuschlagen, ups. Wobei man sagen muss, ich war schon zweimal weg und wir werden das Ganze jetzt, glaube ich, so handeln, denn Silage haben wir ohne Ende, denn hier haben wir noch jede Menge Ballen, da kann ich noch ein bisschen was reinkippen, aber wir haben noch jede Menge Ballen und mittlerweile über, oder wir werden vermutlich über 200.000 Liter Silage hier im Fermentersilo haben. Schauen wir mal kurz in die Produktion. So, Silageproduktion, wir haben noch 280.000 Liter Gras und 63.000 Liter Silage und ich habe bereits zwei Wagen weggebracht, also knapp 44.000 und insofern werden wir das mal so handeln, dass wir die Silage, die hier im Silo ist, mal direkt verkaufen und solange wir noch Ballen haben, kippen wir die Ballen in die BGA. So, soweit, so gut, wir gehen jetzt Brot verkaufen. Da werden wir aber erstmal den Kollegen nochmal ein bisschen wegstellen, damit er nicht im Weg steht. Und ich überlege noch die ganze Zeit, sollen wir mal das Mineralfutter? Jedes Mal muss ich überlegen, wie das heißt. So, sollen wir das eigentlich auch mal wegstellen? Hm, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Okay, rein in den Fendvario. Dann hier, lass mich nochmal schauen, ich muss hier die Hilfe einschalten. Die Hilfe, die Hilfe. Spanngurte, ich vergesse es jedes Mal wieder. Und dann fahren wir mal. Und ich glaube, der beste Preis war beim Kino für Brot im Moment. Schubidubidu, da unten steht es. Preis ist jetzt nicht der beste Preis, 3,3, eher im Januar. Aber ich denke, mit 3,257 können wir am Kinoabendfrieden auch sehr gut leben. Also heißt es, vorwärts los, Material ab, wegbringen. Vorne noch ein bisschen Licht. Und dann genießen wir, auch wenn es schon 9.08 Uhr ist, ein bisschen die Morgendämmerung. Ich finde es ein fantastisches Licht. So, hier unsere Heuplatte. Die Showplatte. Sozusagen die Showbühne. Und ich habe es halt das letzte Mal schon angesprochen. Hier das große, große Feld. Da werden wir uns Gedanken machen im neuen Jahr, dass wir da mehrere Feldfrüchte ansäen, damit wir Futter bekommen für die Schweine. Weil das soll natürlich auch ein bisschen Ziel sein. Der Stall selber, der kostet, glaube ich, um die 67 und ein paar zerdrückte. Und dann können wir in die Schweinemast einsteigen. Und dafür brauchen wir natürlich Futter und das können wir ja erst im Herbst ernten. Also denke ich, wir machen schön, schön Geld, werden dann eben ernten im Herbst und dann haben wir mit Sicherheit genügend Futter, um die Viecher, die Tierchen durch den Winter zu bringen. Bin dann sowieso mal gespannt, wie viel dann da reinpassen in den Stall. Aber ich denke, das wird eher was Größeres sein. Ja, vielleicht 120, 180 oder gar 240. Schreibt mir es gerne mal in die Kommentare, wer schon den Schweinestall gekauft hat, mit was ich da rechnen muss. So, hier geht's lang. Und wenn ich richtig weiß, müssen wir hinten an dem Hof, also erstmal über die Brücke und dann hinten am Hof. Sehr schön. Ich glaube hier, oder? Ja, hier. Komme ich da rum? Ja. Ah, gerade so mit dem Drehschemel wäre es besser gegangen, aber... So, jetzt schauen wir mal, wie viel Bonus wir kriegen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade im Moment sind beim Bonus. Es geht schon los mit dem Verkauf. Hervorragend. Das tut sich von selber. Das gefällt mir gut. Und es sind 19.000 plus 1.200 Bonus. Was haben wir? Bonus 6% oder so? Kann das sein? Yep, 6%. So, zurück geht's. Und bei der Gelegenheit müssen wir also auch unsere Fahrzeuge reparieren. Hier der Fendt, der war schon in der Werkstatt, ist gewartet.
Tanken müssen wir nicht, da ist er auch voll. So, es kommt uns nichts entgegen. Übrigens, das dürft ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wenn jemand weiß, was man denn für die, ich hätte jetzt beinahe gesagt, das Windrad, doch, das Windrad, ne? Was man denn für die Wind- oder die Stromwinderzeugung oder wie auch immer, also für das Windrad, dürft ihr mir auch gerne mal reinschreiben. Also wir haben schon mal geguckt, etwas mehr als 500.000 kostet das Teil. Und so ein bisschen als Ziel habe ich ja ausgegeben, wenn wir das Windrad kaufen können, ohne Schulden, schuldenfrei kaufen können. Ja, das wäre zum Beispiel so ein kleines Ziel. Aber da dürft ihr mal reinschreiben, was denn überhaupt das Teil bringt an Ertrag. Denn wir haben ja schon festgestellt, dass was auch BGA und alles angeht, dass das ja nicht gerade, ja, die Gewinnbringer oder die Schnellgewinnbringer sind sozusagen, sondern hier geht alles ein kleines bisschen langsamer, was die Produktion angeht, die Herstellung. Und insofern müssen wir mal schauen, wie sich das dann am Schluss rechnet. So, Wolle, 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 haben wir noch genügend Platz, oder? Das müssen wir, glaube ich, nicht einlagern. Wir könnten es natürlich bei Gelegenheit auch zur Seite stellen, aber schau mal hier, hier ist ja jede Menge Platz. Wir können auch reingucken bei den Tierchen. So, wenn wir hier die Bentheimer, dann sehen wir Gras, Wolle, 2,196, also ist eigentlich genügend Platz noch, ist noch im grünen Bereich. Und bei den Kollegen ebenfalls alles im grünen Bereich, müssen wir also nichts wegstellen, sodass uns eventuell ja Material verloren geht. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. So, und Wolle, 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 nochmal, wir schauen mal. Wolle war meines Wissens ja erst im April. Wolle, ja, April, Mai, im Mai 2181, ja. Und da werden wir noch warten, solange wir hier keinen Druck haben. So, Eier, im November 2523, der Landhandel oder der Imbiss am Badestrand. Also wir müssen ein bisschen Geld machen. Ich denke, wir werden die Eier auch schnell wegbringen. Ein kleines bisschen Geld müssen wir machen. So, hier fahren wir mal hier rein. Wunderbar. Kurz zurücksetzen. Dann können wir den erstmal hier in Ruhe stehen lassen. Ah, und wieder das Licht angelassen. So. Dann bringen wir noch einmal Silage weg, weil der Preis für Silage, der fällt gerade. Ups, und rein. Motor an. Einmal bitte voll machen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde optisch passt der doch gut hierher, oder nicht? Doch, ja, oder? Das Silo passt doch sehr, sehr gut hierher. Deckel drauf und ab geht's. Und jetzt sehe ich gerade, also der Klaas, der muss in die Wartung. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen geschraubt werden, aber wir kommen ja... Oh, 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 da ist ja wieder Mehl. Da hat es ja wieder Mehl ausgespuckt. So, ja, ich habe aus Sonnenblumen jetzt Mehl gemacht, denn wir sind da ein bisschen im Defizit. Okay, der muss repariert werden. Ach, der war ja, glaube ich, das ist das Sorgenkind, glaube ich. Ja, okay, der war ja gebraucht gekauft. So, ab geht die Post. Und jetzt machen wir mal in die andere Richtung. Ich muss ehrlich sagen, das sieht richtig schön aus. Ja, also wie gesagt, uns fehlt ein bisschen Mehl, weil ich möchte das Getreide, was wir noch haben, für die Hühner sozusagen erstmal vorhalten. Und unsere Sandwiches brauchen ja Mehl. So, ist rechts frei? Ja, rechts ist frei. Und ich finde es richtig super, wenn man jetzt hier so lang fährt. Rechts mit den Strommasten. Da vorne die Scheune. Einfach schick. So, ja, da wo die Silos sind, da können wir Tierchen kaufen und auch verkaufen. Und natürlich Futter auch hinbringen. Dann schauen wir mal, müssten so knapp 8.000, 9.000 mit Bonus werden wieder. Eine Wagenladung 22.500 Liter.
So, vorsichtig hier rein. Ist nämlich ein bisschen länger hier, der Brandner. Auch wenn Drehschemel. So, und einmal abkippen bitte. Und dann schauen wir mal wieder, was uns das hier bringt. +500 sind knappe 9000, hervorragend, 87, wohlgemerkt, bei 300.000, 310.000 Schulden. Sehr, sehr schön. Dann mal wieder zurück. Dann werden wir noch ein bisschen Silage in die BGA werfen und die Eier mit dem Stapler zum Kiosk bringen. Jo. Ja, also im Großen und Ganzen kommt man natürlich mit dem Grasfeld gut hin, was unsere Kühe angeht. Da müssen wir dann auch nochmal einen Blick reinwerfen, aber soviel ich weiß, sind alle Tiere gut versorgt. Also da brauchen wir jetzt erstmal nichts machen. So, jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir hier gut reinkommen. Ah, ist einfach hervorragend. Also so eine Durchfahrgeschichte ist einfach hervorragend. Dann kann man wenigstens auch mit Drehschemel arbeiten. Hervorragend. So, dann, ja. Ich meine, lohnt sich das überhaupt? 608 Stück, ich weiß nicht. Das lohnt sich doch eigentlich fast gar nicht. Da kostet ja die Fahrerei mehr. So, lasst mich aber mal das hier nehmen. Ja, obwohl das... wenn wir es ins Silo packen, dann wird es zu schnell rausgeladen. Das Thema hatten wir schon auf einer anderen Map. In einem anderen Projekt. Und dann haben wir zu viel von dem Mineralfutter drin. Ja, lassen wir es mal liegen. So. Und jetzt müssen wir auch mal gucken, wie wir mit der Milch umgehen. Ja, das ist wieder zu hoch. Und das ist zu niedrig. So passt's. Okay. Und dann fahren wir mal zum Kiosk, zum Strandkiosk. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil irgendwo hat es hier einen Hubbel. Hubbel, hubbel. So, und das Mähwerk habe ich mittlerweile jetzt auch hier hingestellt, weil irgendwie ist hier Wesensplatz. Hier kann man sein Zeug abstellen. Müssen wir mal schauen, ob man da vielleicht dann doch einen kleinen Unterstand oder irgendwas basteln. Nur wenn er eben klein ist, dann ist er auch wieder niedrig und dann kriegen wir wieder nichts rein. Naja, wir werden sehen. Ja, ich muss einfach sagen, also die Map gefällt mir sehr, sehr gut. Also da hat der Kalle sich wieder einfach mal übertroffen, so möchte ich das meinen. Also nicht nur jetzt vom Gameplay, denn hier hat man schon ordentlich auch was zu tun. Auch ein bisschen kleinteilig, aber nicht ganz so Micromanagement wie beim Yogi. Und auf der anderen Seite einfach atmosphärisch toll. So, ein bisschen hat es gegeben. Ja, doch, 1400. Ist doch ordentlich. Mit Bonus 1500. Da können wir zumindest mal wieder ein bisschen tanken gehen. So. Und das Schöne ist ja, mit dem Stapler können wir wesentlich 43 km/h fahren. Da kommen wir auch vorwärts. Also auch nicht viel langsamer als ein Schlepper. So, und dann gibt es auch wieder frisches Omelett am Kiosk. Ja, 9.20 Uhr, Frühstückszeit. So, dann stellen wir den Kollegen wieder mal hinten rein. Wir sehen das Windrad. Stopp, da fällt mir ein, wir können noch schnell ein bisschen Mehl mitnehmen. Das kann nie schaden. So, wir hatten ja einen Auftrag angenommen und haben Sonnenblumen geerntet. So, schauen wir mal kurz rein. Hatten ja Sonnenblumen geerntet. Wo ist denn jetzt?
Genau, die Windmühle, und die verarbeitet eben auch Sonnenblumen zu Mehl, und da wir ja keinen Weizen mehr als solches haben, beziehungsweise hier die 10.000, oder nee, es sind ja nur noch 6.400, weil ich ja schon wieder was bei den Hühnern eingeworfen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt machen wir dann doch die Sonnenblumen zu Mehl, weil sonst brauchen wir es eigentlich nicht, denn wir hätten es gebraucht für die Schweine, aber da sind wir noch nicht, also machen wir es zu Mehl, und das können wir dann in unsere Produktion einwerfen für Brot und Käse, und Milch haben wir da eigentlich auch genug drin, denn wir brauchen ja nur 0,5 Milch, das meiste, was wir brauchen, ist Mehl, und ihr seht es, es geht schon wieder langsam, aber sicher zu Ende. Und ich überlege gerade, Mehl zu Brot. Wir könnten natürlich auch hier einfach mal die Brotproduktion etwas stoppen und dann hauptsächlich uns auf die Sandwiches konzentrieren, denn die dürften auf jeden Fall mehr an Ertrag und Profit bringen. Okay, jetzt nehmen wir erst noch mal ein bisschen Mehl mit. Und die Milch, die heben wir uns auf. Sehr schön. Und nachdem wir ja in den ersten Folgen wieder mal nur Geld ausgegeben haben, haben wir heute wenigstens mal ein bisschen Geld auch verdient. Also wir müssen hier wirklich ein Auge drauf werfen. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Maps, wo wir unsere schöne Hof-BGA hinhauen und dann ja praktisch das Geld ja nur so reinpurzelt. Hier müssen wir also wirklich etwas kleinteiliger arbeiten und auch wirklich ein Auge drauf werfen, wie viel Geld reinkommt und wie viel Geld wir hier auch auswerfen bzw. rauswerfen. Also ein kleines bisschen Management muss hier schon sein. Es ist nicht ganz so trivial wie vielleicht mit den anderen Maps, wenn wir da unsere entsprechenden Produktionen oder Mods hinstellen. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Den stellen wir einfach mal hierher. Wunderbärchen. Und schon wieder Licht an. So. Haben wir eigentlich hier ein Licht? Ja, mit Sicherheit. So. Mist haben wir auch. 13.000. Sehr schön. Wie sieht's hier aus? Gärreste. Ja, 9000, also genügend Material, um eben auch zu düngen. So, dann machen wir mal hier an. Und dann werfen wir noch ein paar Ballen ein. Damit auch die BGA auf jeden Fall läuft. So, und ich würde sagen, es läuft. Er hubbelt ein bisschen hoch, aber er kriegt die Ballen auf jeden Fall weg. Ich meine, ich finde es schon irgendwie cool, mit den Ballen hier zu arbeiten. Und da wir ja, wie gesagt, hier nicht im großen Stil einwerfen müssen, geht das auch mit den Ballen ganz, ganz gut. So, und weg die zwei, oder? Hervorragend. Huch. Ja, da sind wir ein bisschen zu früh rein. Jetzt aber. Sehr schön. Dann machen wir mal Licht an, damit ich das dann wieder vergessen kann. So, die behält er sich noch in Reserve sozusagen. BGA ist voll, oder? Augenblick. Nee, BGA ist ganz oben. BGA ist voll. Hervorragend. Läuft also. Und dann schauen wir noch mal kurz bei den Tierchen. Ja, wie gesagt, alles bestens. Futter ist genügend da. Stroh ist genügend da. Da ist auch genügend Futter. Alles arbeitet, alles produziert und macht und tut. Und ich würde sagen, Freunde, läuft. Jo. Also, ich bedanke mich recht herzlich. Mit Blick auf die Mühle, auch die läuft. Ich bedanke mich wieder mal recht herzlich fürs Zusehen. Das soll es wieder mal gewesen sein hier von der Deichhof Abendfrieden in unserem Projekt hier.
Ja, wunderbar, wunderschön. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr wieder mal dabei seid, zum Beispiel bei einem der nächsten Streams oder Videos. Und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Farmer.